Lieben und willkommen zurück und ja, bei einer weiteren Folge Hidden Agenda mit dem lieben Tomji. Ja, hallo Freunde, hallo, hallo. Ich wollte einfach auch mal eine Anmoderation machen. Ja, du bist immer so still, aber sie hat gelernt durch Unravel. Ja, Leute, es bummelig wieder 3 Wochen her, wo wir das letzte Mal gespielt haben. Und jetzt müssen wir es mal weitermachen. Wir haben so viele andere Projekte, Einzelprojekte. Ich habe sehr viel am PC gemacht. Ich hatte Life is Strange gemacht. Ich hatte Limbo gemacht. Die gute Inka war an Unravel. Hast du noch irgendwas gemacht? Nö, ne? Ja, aktuell Unravel halt. So, Freunde, wir wollen nicht lange quatschen, wollen jetzt direkt weitermachen. Und zwar gehen wir auf Fortfahren. Ja. Du musst da auch hin. Oh. Ah, ne, warte mal, Story Mode, ne? Genau. Denk daran, dass du schnell hier reagierst an den Dingens, ne? Auf den Fernseher schauen, Freunde. Ups. Starten. Ja, du. Hä? Warst du auch da rein? Yay. Hat du nicht vermutet, die Staatsanwältin? Hat man vermutet, ne? Ja, oder die, mit der wir gesprochen haben. Die, wo der Mann, ja, ja, genau, richtig, wo der Mann sie auch misshandelt hat und so, ne, ja. Weil auch wegen kurze Haare und so. Ja, ja, richtig. So, fortfahren. Felicity überredete Richter Vanstone dazu, Finn Polizeigewahrsam zu entlassen. Finn beachtete Becky zu dem Haus. Er brachte mich in den Hunter Jones. Die Witwe des Bestatters sagte, dass ihr Ehemann regelmäßig zu Prostituierten aber ging. Aber die hat ganz kurze Haare, guck mal. Ich glaube eher die Staatsanwältin vielleicht. Ja. Becky konnte ihren Verfolger gut sehen. Becky erzählte Finn, dass Calvary ermordet und präpariert wurde. Calvary, egal, das ist manchmal sehr schwer. Das sind fremde Zungen, liebe Freunde, nimm mir das nicht böse. Jetzt kommt Teil 3 von Hidden Agenda. Ich glühe gerade auf, ich habe gerade ein Stück Bier getrunken. Alter, ich glühe gerade total, Alter. Sieht man das, wie rot ich werde? Das ist Wahnsinn, weil ich so lange nichts mehr getrunken habe, Alter. Wer ist am Hallo, ich bin der Chief von die Aufmerksamkeit. Was? Wer ist am aufmerksamsten? Da geht's ja schon los. Oh, ich habe schon mich gewählt, Alter. Wollte ich gar nicht. So schnell geht das. Ihr konntet euch nicht entscheiden. Keine Person erhielt eine Mehrheit. Oh, Alter, ich werde richtig rot. Hallo, ich bin ja nun tatsächlich wirklich aufmerksam. Ja, ich hab mich verwählt, die Alter. Die Entscheidung hättest du neu mit mir lassen können. Ich habe mich verwählt. Das ist nicht so, dass ich es nicht gegönnt habe. Aber ich war eben halt nicht aufmerksam in dem Moment. 13 Stunden, guck mal. Ich dachte, wir waren schon bei 8 Stunden, was für eine Richtung. Ich bin zurück zum Tatort, um zu sehen, ob die Forensik was übersehen hat. Aber da war nichts. Was? Hatten Sie die Erlaubnis? Nicht wirklich. Oder wir sind einfach so hingegangen, ne? Nicht wirklich. Mein Gott, Becky. Was? Jeder Beweis, den Sie fanden, wird unzulässig sein. Naja. Ich fand nichts. Das ist eine Spur. Okay. Aber schau mal die Haare. Danke. Das könnte echt. Das könnte die Staatsanwältin sein, ne? Als Calvary vor 5 Jahren im Trapper-Fall ermittelte, war er in einem Punkt leider blind. Prostituierte, das erste Ziel. Der Bestatter. Traf ein Callgirl in der Nacht seines Todes. Wir müssten das Callgirl finden, das bei Calvary war. Das wäre wenigstens mal ein Anfang. Und wenn der Trapper seine Opfer mit Hilfe eines Callgirls an einen vorher bestimmten Tatort lockt? Ach, ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Es ist, als wären alle hinter mir her. Keine Sorge, Detective. Ich passe auf Sie auf. Vielleicht ist sie aus Nachahmungstäter oder so. Wir werden aber auch verfolgt, ne? Aber egal, darauf das trinke ich. Das würde ich machen. Trinke ich, ja. Darauf trinke ich. Ich misch mit. Skull. Vielleicht hat Finn recht. Und Adam Jones steckt wirklich hinter all dem. Vielleicht machte Finn deshalb dicht, als er von Calvarys Tod hörte. Weil er wusste, dass Adam sein Versprechen, ihn aus dem Knast zu holen, jetzt endlich wahr macht.
Wissen Sie was? Es ist ziemlich spät. Ja. Ich sage, schlafen Sie drüber. Und gehen damit morgen früh zum Sergeant. Wie hilfreich. Okay. Alter, ich glühe aber richtig, ey. Das ist eklig. Aha. K.O.-Tropfen. Ja. Oh. Passieren. Scheiße. Jetzt kriegen wir auch eine Bombe eingenäht. Da muss die Anwältin hat damit was zu tun. Warum hat sie ein Bier, was alles gut ist, unsere Polizist, unser Beck gekriegt ein Bier, was irgendwie, weißt du? Oh Mann, oh Mann. Nicht gut. Hey Lana. Check deine Mails, jetzt. Was? Oh. Egal wer das war, es spricht dafür, dass Marnie Calvary umgebracht hat. Und nicht nur Calvary. Hör die Aufnahme an. Unglaublich, wie diese blöde Marnie ihr Maul aufreißt. Wir müssen aufpassen, sonst lässt sie die ganze Operation platzen. Was sagt sie? Sie hat mich bedroht, uns alle. Sie ist außer Kontrolle. Jemand hatte das jahrelang in seinem Besitz. Hast du die Stimmen erkannt? Nein. Sollte ich? Es wurde bestätigt. Es sind zwei der Officer, die der Trapper getötet hat. Ja, Marnie war komisch und ja, sie hat ein Motiv. Aber? Sie hatte nicht die Gelegenheit. Woher weißt du das? Sie war bei mir in der Nacht, als Calvary starb. Ah. Also wenn sie es war, war es ein echt guter Trick. Also nimmst du dir ja doch einen Schutz trotzdem, ne? Also. Sie gibt eher ein Alibi. Sie sagt dir ganz klar, sie kann. Ja, sie war ja da. Sie war ja bei ihr. Die hätten doch zusammen ermittelt in der Nacht. Ja. Das meine ich ja. Sie sagt es ja aber auch, wenn sie jetzt irgendwas mit tun hat. Was ist, wenn die Kellnerin ihre Identität angenommen hatte? In dem Moment vielleicht so aussah für Augenzeugen eben halt, als wäre sie es gewesen? Weil mit den Haaren und so was alles sei das schon ziemlich ähnlich, ne? Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Oh, ich bin nicht rot. Wen haltet ihr für am mitfühlendsten? Ja, ich bin ein Arschloch. Eine Person wurde gewählt. Ich bin gefühlskalt. Zum größten Teil bin ich wirklich gefühlskalt. So gefühlskalt bist du auch. Na du komm, sag mal ehrlich. Ich bin voller harter Hund, Alter. Acht Stunden bist du. Jetzt sind wir bei 8 Stunden. Geworden, glaub was? Ich glaube eher, dass wir selber zum Opfer geworden sind. Sie wird ja auch zum Opfer. Aber ich denke aber auch, dass die Kellnerin ihre Identität annimmt. Dass viele für die Augenzeugen dann sie halten. Siehst du, jetzt ist sie schon da, damit sie auf frische Tat ertappt werden kann. Oder vielleicht das, was hoch schiefgegangen sind beim Bombenlegen oder sonst irgendwas. Ja. Und wen jagen wir in die Luft? Finn. Was zum Teufel? Oh Gott! Richter Vanstone? Oh fuck! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh Scheiße. Ja, sei mal einfühlsam. Was? Oh Gott. Was hat sie mit mir gemacht? Was hat sie in mich reingesteckt, verdammt? Du musst auch was machen. Ja, ich will aber da machen. Ich sie bin nicht verwirrt. Es war. Wer ist sie? Es war eine Frau. Eine verdammte Hure. Was hat sie getan? Oh Gott, Alter, er hat schon wieder das unter der Haut irgendwie. Was macht der Kopfdetektiv Marnie? Sie suchen nach ihm. Sie wissen alles. Dass sie alle getötet haben. Es gibt keinen. Bis am Arsch. Sie sind der Trapper weg. Wer sind Sie? Wieso tun Sie das? Voll die Soundaussätze habe ich wieder. Sie könnten lebendig da rauskommen, wenn Sie das irgendwie tröstet. Das wäre nett. Aber Sie müssen sehr aufmerksam zuhören.
befindet sich ein kleiner Pulsmesser an Richter Vanstones Arm. Er ist synchronisiert mit einem Handy, das ich chirurgisch in seinen Magen implantiert habe. Das Handy ist nur der Timer. Aber jeder seiner Herzschläge zieht eine Sekunde ab. Je schneller sein Herz schlägt, desto schneller die Uhr. Möchten Sie einen Tipp abgeben, was passiert, wenn der Timer die Null erreicht? Boom! Für alles und jeden in einem 30 Meter Radius etwa. Was höchstwahrscheinlich all die Polizisten mit einschließt, die in diesem Moment kommen, um sie zu verhaften. Wieso tun Sie das? Was haben Sie vor? Das verrate ich ganz sicher nicht einem zweitklassigen Kopf. Boah, ich hab voll Zaunersätze. Du auch? Ja, auch gerade. Manchmal ist Töten die einzige Option. Was? Sie kann weglaufen, aber ich kann nicht versprechen, dass ich den Ballon nicht etwas früher platzen lasse. Und da drin ist genug Sprengstoff, um das ganze Stockwerk platt zu machen. Großer Gott! Das kann nicht Ihr Ernst sein. Das kann sein, was immer ich will. Sie können leben oder Sie können sterben. Also sollen wir ihn jetzt abknallen, was? Es gibt ja kein Entkommen. Es gibt kein Entkommen und wir nehmen ihn damit vielleicht sogar ein bisschen. Das heißt, können Sie mich hier rausholen? Nur wer am mitfühlendsten ist, kann diese Entscheidung treffen. Viel Spaß, egal. Bitte nicht. Ich bleib. Was hat er gesagt? Können Sie mich hier rausholen, bitte! So ein Mitfühlsam bist du, dass du dich gleich umlegst. Schrecklich lang. Scheiße. Nein. Scheiße. Nein. Bitte schieß ihn ab! Du musst mitmachen, Mann! Ich weiß nicht, ob du mitmachen musstest, aber ich hab dich einfach dazu getrieben, mitzumachen. Denn ich will leben. Jetzt ist sie, werden wir hops genommen. Werden wir hops genommen, klar. Ja. Aber ganz ehrlich, das ganze Haus in die Luft gesprungen und wir wären alle drauf gegangen, die in der Umgebung gewesen wären. Und das war ein schneller Tod für ihn. Ein Schuss so gut, sonst hätte er noch die ganze Zeit gewartet, wäre in die Luft gesprungen und gesprengt worden. Das wäre bestimmt nicht schöner gewesen. Ja. Kontakte. Felicity anrufen. Okay. Felicity Graves. Ich vertraue ihr. Hoffe ich. Wo sind Sie? Wir müssen reden. Ich werde reingelegt. Ich wurde betäubt. Ich bin im Elliot Hotel aufgewacht. Richter Vanstone. Wurde präpariert vom Trapper. Wow. Er ist tot. Das ist die Richterin. Felicity. Ich kann nichts tun. Becky, bleiben Sie dort, okay? Gehen Sie nicht da raus. Bleiben Sie drin. Oh. Das ist sie, das stimmt, ne? Ich glaube, es ist die Richterin. Die spielt ein falsches Spiel mit uns. Vielleicht hatten wir doch den Partner, aber der Partner ist so skeptisch gewesen immer die ganze Zeit. Der war auch ein bisschen, wenn sie jetzt diesen Oberpartner angerufen hätte, war auch ein bisschen zickig, aber trotzdem, glaube ich. Fakt ist, Finn ist es nicht. Weil der Trapper konnte zuschlagen, wo er ja nun im Gewahrsam ist. Na, wäre jetzt der Trapper Finn rausgekommen, hätten wir ihn womöglich für den Trapper gehalten. Dann wäre er wahrscheinlich wieder hops genommen worden. Wen haltet ihr für am stursten? Oh, Tomji. Was soll das denn heißen, hör mal? Das wird später noch wichtig sein. Ja,
Ja. Zusammen kriegen wir das schon hin. Aber wenn du da drin bist, musst du rauskommen und mit uns aufs Revier kommen. Ich würde es machen. Ja. Ich vertraue ihm erstmal, ja, weil... Okay. Okay. Ich komm raus. Super, wo ist das Handy jetzt gerade, Alter? Hi, hier ist Felicity Graves. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wenn Sie Klient sind und es sich um einen Notfall handelt, wählen Sie 911. Ach so, super toll. Direkt an die Polizei verwiesen. Wow. Hey, ich bin's. Ich rufe nur an. Ich wollte nur sagen, dass... Tut mir leid, Felicity. Sorry, bye. Nur wer am stursten ist, kann diese Entscheidung treffen. Verdammt. Du kannst es nicht treffen. Also, kapitulieren? Wäre aufgeben natürlich, ne? Das ist natürlich sehr scheiße. Aber wir haben ja gesagt, wir kommen raus. Ja, andersrum macht uns das zum Täter, wenn wir fliehen, ne? Ja, ich würde kapitulieren. Erstmal haben wir mit dem Kollegen gesprochen und zweitens fliehen, hast du schon recht. Das denkt man erst recht und hat was damit zu tun. Die Hände hinter dem Kopf! Unten bleiben! Unten bleiben! Okay. Okay. Sünde. So, wir haben ja die Leute gekriegt, was sie wollen, die unsere Gegner auf dem Revier und so und alles. Ich glaube, entweder es ist unsere Staatsanwältin oder ein Polizist tatsächlich vielleicht von unserem eigenen Revier oder so, der irgendwie... Was machen wir jetzt? Wie geht's weiter? Wir können nicht viel tun. Was reden Sie denn da? Becky war nah dran. Sie hätte es beinahe gelöst. Becky war in der Nacht von Calvarys Tod bei mir. Bis morgens. Wenn sie ihn nicht umgebracht hat, ist der Trapper noch da draußen. Die Beweise sprachen alle gegen Becky. Ihr Wort reicht nicht aus. Aber sie ist unschuldig. Treten Sie denn nicht füreinander ein? Haben Sie nicht einen Kodex? Was? Es gibt nur ein einziges Blau? Ja, genau. Das hat man uns auf der Akademie vorgeheuchelt. Arschloch. Oh, es ist gemein. Wie jetzt? Ist das Spiel vorbei? Alter, was habe ich denn für einen Soundaussetzer? Ich glaube, wir haben das Kapitel schon wieder durch. Kann das sein? Was? Ja, damit ist der Trapper ja nicht gefangen. Kann gar nichts, ey. Fortfahren. Vor einigen Stunden wurde Richter William Vanstone aus seinem Haus entführt und grausam ermordet. Kurz darauf ergab sich Detective Becky Marnie der Polizei und wurde verhaftet. Sie widersprach jeglichen Vorwürfen, gilt aber sowohl im Vanstone-Fall als auch für den grausamen Mord an Detective Jack Calvary als dringend tatverdächtig. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Soeben verlas Sergeant Riggs vor Vertretern der Presse eine kurze Erklärung. Wir können bestätigen, dass Becky Marnie unter Arrest gestellt wurde. Das ist derzeit alles. Danke. Ich bin kein Richter. Ich kann sie nicht verurteilen, aber... Hatte Detective Marnie ein Motiv? Ja. Warum?
Habe ich ihr vertraut? Wir haben das Spiel durchgespielt. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. Hätte man vielleicht... Ja, man hätte mehrere Varianten wählen können und er hätte wahrscheinlich vielleicht... Warum haben Sie sie gedeckt, als Sie selbst Probleme hatten? Damals, Mann, ich war higher als die ISS, wenn Sie verstehen. Die internationale Raumstation. Kann ich jetzt... Ich glaube, er war das auch nicht. Glaube ich nicht. Also, weil er war ja gewahrsam. Aber... Marnie hat ihre Spuren sehr gut verwischt. Sie war Polizistin. Also kannte sie unsere Denkweise sehr genau. Nach meiner Expertenmeinung werden wir das ganze Ausmaß von Marnies Betrug wohl nie erfahren. Sehr intelligent, manipulativ. Dazu bereit, jeden auszuschalten, der ihr im Weg steht. Besonders die, die ihr vertraut. Aber hey, wenigstens kann sie niemandem mehr wehtun. Ja, ich... Ich weiß nicht, es ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wäre an etwas dran. Guck dir mal die Haare an. Es passt doch voll von dem, was man gesehen hatte. Ich vertraute ihr. Ich vertraute ihr. Verpasste Quicktime in 5. Damit wohl alle, Alter, echt. Sehr geil, ey. Ach, ist das scheiße, Freunde. Alter, ich kann das bestimmt noch. Ich bin gerade so ganz ein bisschen enttäuscht, ich auch, sagen, ja. Weil es war so jetzt so schlagartig vorbei. Ja, ja. Ich dachte, vielleicht könnte man irgendwie sich noch rausverhandeln oder sonst irgendwas. Ja, zumal ich nicht glaube, waren ja nicht der Killer jetzt. Waren. Ja. Das ist, Ach, Freunde, eigentlich ein geiles Spiel soweit, aber zu schnell zu Ende eigentlich. Ich denke mal, ab diesem ist alles immer gleich zu Ende, weißt du, ab diesem Teil dann. Mein Gott, nur 6 Folgen hat es gegeben, wirklich. Ja gut, man könnte mal von vorne anfangen, eben halt nochmal alles, aber wollen wir das? Erstmal nicht, aber dann müsste man halt wirklich alles anders entscheiden, einfach irgendwie. Ja. Gut, Freunde. Dann verabschieden wir uns bei euch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao, ihr Schnuffelmaus. Wir müssen unbedingt auch noch Horizon. Achso, darf ich ausmachen? Ja. Gut. Okay, ciao, ciao, Freunde. Bis zum nächsten Let's Play. Was? Oh, okay. Ciao. Wie doof. Oh, das ist noch nicht ausgegangen. Oh, jetzt aber.